Ja, natürlich sehr schön, wieder in der A-Nationalmannschaft zu spielen und dabei zu sein. Nein, ganz normal. Ganz normale Landesspiele und wir haben das letzte Länderspiel gegen Schweiz nicht gewonnen und deswegen ist unser Hauptziel, das Spiel zu gewinnen. Und ja, wenn man die Taktik und die taktischen Maßnahmen benutzen kann unter Druck gegen einen guten Gegner, dann ist das die beste Vorbereitung. Nein, wenn man Dago, glaube ich, kennt, dann weiß er, dass er jedes Länderspiel gewinnen will. Und wir brauchen dieses Spiel auch, um das immens wichtige Spiel gegen Spanien dann fit zu sein. Und von daher werden wir gegen die Schweizer schon alles geben. Sicherlich werden alle Leute ihre Spielanteile kriegen, das ist keine Frage. Man wird gegen die Schweiz noch ein bisschen mehr wechseln wie gegen Spanien dann, das ist klar. Aber trotzdem wollen wir das Spiel gewinnen und das muss unser Anspruch sein. Also ich lasse das alles auf mich zukommen. Ich werde probieren, so zu spielen, wie ich sonst immer gespielt habe. Meine Stärken mit ins Team einfließen zu lassen, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Und dann einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Die Schweizer sind auch kein Underdog, also die haben eine richtig gute Mannschaft. Sicherlich müssen sie zu Hause schlagen, das ist keine Frage, aber die können alle Handball spielen. Ja, mal schauen. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, unser Spiel auf die Reihe zu kommen und unser Bestes zu geben. Und wir haben gezeigt bei der Weltmeisterschaft, wenn wir alles geben und die Einstellung passt, dann haben wir eine gute Mannschaft. Und mit den Ergebnissen von der Weltmeisterschaft, das wird uns jetzt nicht helfen, aber trotzdem so vom Selbstvertrauen können wir da ein bisschen aufbauen.